Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny. Weiter geht's bei The Walking Dead. So, die Frage ist, wer hat diese Lampe kaputt gemacht? Denn ich habe das Gefühl, dass es hier einen Verräter in unserer Gruppe gibt. Und ich hoffe, es ist keiner, den ich mag. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Banditen oder sowas waren. Ich glaube eher, dass es jemand war. Dass es jemand anders war. Mann, bin ich ein Detektiv hier. Oh, eine McDonald's-Tüte. Hoffentlich sind da ein paar Hamburger drin, ne? Nein, aber Drogen. Son of a bitch. Wer denn? You haven't come up with anything, have you? I came up with this. It's got a bunch of meds in it. It was in a grate on the outside wall. And there's a sign on the other one. Holy fuck. Yeah. Okay, we line everybody up. Everybody. Somebody is killing us. Stealing from that supply is the same as slipping into your room at night and cutting your throat while you sleep. You die. What is the difference? What if Clementine gets sick and we don't have what we need? What the hell? You don't fucking steal from us! Who the fuck is that? We've got our people out there. Oh, scheiße. Fucking around. What do we do? Oh, Lily. Shit. Scheiße. They're gonna start kicking indoors any second. Lily, what the hell are you? Stall him. What? Das würde ich nicht machen. Do whatever it takes to stop him pulling the trigger. You made the biggest mistake of your life. Oh mein Gott, scheiß Banditen, soll ich mal beruhigen in ihrem Leben. Enough of this bullshit. Drew, stop putting your boot to these doors. Yeah. Hold it, asshole. Take it easy. Immer locker. Alles steif halten, Jungs. Wir können einen Deal fortführen. We can keep the deal going. Too late, shithead. We ain't giving second chances. Hey. We'll make it worth your while. Wir sind gute Menschen. I'm listening. Wir können die Vorleser teilen. Wie wär's damit? Spread them around. Or we could just kill you and take it all. Das ist zwar eine gute Idee, aber... When you don't have us out there collecting them for you. Well, I suppose we ought to hash out some terms then. I don't like no hash. Man, shut up or I'll... Crash! Oh, shit! Oh. War das eine gute... Oh, keine Munition mehr. Oh, ins Arschloch geschossen, aber richtig. Oh. Oh, scheiße, da kommen noch mehr... Das war keine gute Idee, uns mit denen anzulegen. Oh oh. We gotta get out of here! No shit! Get those bastards! Cover our people and get them to the RV! Wo sind sie? Wo sind die alle? Da hinten einer. Kannst du dich bitte kurz zeigen? Oh, das tat weh. Zeig dich, zeig dich. Okay. Komm, zeig dich. Bam! Now, ins linke Nasenloch. Get over here, hurry! Ma'am, you saved our asses. Get inside! Kein Ding, Rudy. Du bist immer willkommen. Das weißt du. Hinter dem Wohnmobil. Katja, hang on! Okay, ich krieg die. Guten Appetit! Where is he? He's right behind that van. Get your asses around behind. Oh yeah, ich liebe diese Sequenz. Oh fuck, Munitionsverschwendung. Ah, das war eine Munitionsverschwendung hoch 10, Alter. Katja, hurry, come on! Oh Clementine, wenn dir was passiert, dann ist alles vorbei. Oh Christ! Sie wurde gebissen, ich denke, sie wurde gebissen. Ich habe so ein Gefühl. Lily, get in the RV! Screw her! Let her stay! Kommen die noch von irgendwo? Ja, ich habe ihn noch angeschossen. Was zum Teufel? Was für eine Munitionsverschwendung. Noch jemand, der sterben will? Anscheinend nicht. Ich glaube, sie wurde gebissen. Ich habe so ein Gefühl. Ich glaube, sie schafft es nicht mal.
Oh, sie hat's doch geschafft, nice. Respekt, ey. Yeah, Jesus, are you okay? I'm fine, I'm fine. Oh shit. I'm sorry. Everything's fine, everything's not. Ich wette mit euch, sie wurde gebissen. Ich weiß es nicht, ernsthaft nicht. We just lost everything. Well, we're lucky as shit to have this RV. And nobody died. Cat's head is split open. I'm fine. Somebody in here caused this. Settle down back there. The bandits have had our number for weeks. This is different. Somebody was working with them. Whoever it was slipping them our meds. They didn't get their last package, so they attacked. Calm down back there. That's nuts. Lee found a bag of supplies hidden outside the wall. It's true. So, Carly, is there something you want to say? Please. We have to get it out of you then. Back off. You are in no position to make demands. Whoa, you're just pointing fingers. I didn't just Warum come sie? Up with this. Erstmal die Frage. I had my suspicions. Why her? This seems like a stab in the dark, Lily. She's always so eager to see what supplies we found. She never talks about her family. Vielleicht she war could es be related wirklich. To those bastards for all Whoa, we know. Whoa, my family's not a bunch of meth-riddled forest people. They're fucking Lutheran. You're not saying it wasn't you. It wasn't me. Like, look, maybe we should vote or something like that. Vote? What? Just look, Carly's a stand-up gal and maybe this was all just a mistake. We need to look at the facts. Let's calm down, we'll eat and we'll deal with it. Guys, we have to act now. I know it sounds Finde ich auch. Ich hab keinen Bock zu warten, um mit dem Verräter hier zu warten. You guys get that? Someone who puts their insidious shit above everyone else. Thank you, Lee. Nobody was stealing anything! Was it both of you? What? I've seen you two together. Was it both of you? Look, just let me out. I didn't do it, but I don't like this. I don't like where it's headed. Look me in the eyes and tell me you didn't have anything to do with it. Lily, lay off of him. I... Shit! What's going on up there? I hit something. We gotta stop. All right, well, we can deal with this now then. Kenny, is it safe? Should be. Everybody out. Lily. Out. Es sollte sicher sein, ist ein großer Unterschied zu ja, es ist sicher. Na, was haben wir denn überfahren? Er scheint so wie ein Walker, ha? Huh? Kenny, the RV has some surface damage, but there's a walker trapped underneath. God damn it. Everyone keep your eyes peeled. Clementine, you know what? Bitte we shouldn't just kick you out. We should hear what everybody thinks. I think you should chill out. I'm not gonna take this. You can push Ben around, but you can't push me around. I'm really sorry you feel that way. I'm starting to think maybe it was both of you. No! This dumb fuck walker! You okay over there? Yeah, yeah. Son of a Ben, bitch. Ben, you have no other options. Leave him alone. You can tell me it was Carly, and then everything will be right as rain. Ich mach das nicht. I'm not doing this. Come on, Lee. You're the one who found them. You can't just abstain. Fuck all that. This is Einer von denen war's, We're out here on the side of the road. Okay, fine then. Kenny? I don't know. Fuck. Just stop, would you? Well, your vote counts for you and Katja. We don't need all these votes. What do I have to do for you to trust me? I'll do anything. I'll do watches for months. Huh, the hell you will. I'll get more food, more medicine, anything. Just you think any of that is good now? Just let me stay, please. Er ist total fertig, Lily. God, please. He's broken, Lily. I can see that. Do we need any more evidence than this? Fuck evidence. Stop treating him like this. Shut up, Carly. Ugh, I've heard enough out of you. Kenny, what's it gonna be? Just give me a damn minute. Ben, you have until that walker is dealt with to tell me it was her and not you. Stop this, you're torturing him. No! Ben, stop. This is about trust and I've never trusted Lily, you. Lily, hör auf jetzt erstmal. Lay off. I can't, Lee. You know I can't. Thank you, Lee. Please, listen to him. Please don't kick me out of the group. We won't. Tell me. Now. There. I got him. Please, let's just get back in That's the RV. That's not happening. You think you're some tough bitch, don't you? Like nothing can hurt you. But you're just a scared little girl.
get the fuck over it. Take a page from Lee's book and try helping somebody for once. Now, what the fuck's the problem? Drop it. Holy fuck. Kenny, what's happening? Keep duck away from the windows. Jesus Christ. Get in. We're leaving this crazy bitch. She couldn't be trusted, Lee. I swear. Please. Du kommst nicht mit uns mit. You're not coming with us. I'll die out here. Ist mir scheißegal. You're a murderer, Lily. We can't have you with us. I'm a murderer? You've had Lee with you this whole time. What are you talking about? He didn't tell you. He killed someone before all of this. He was a convicted murderer. Is that true, Lee? Yes. Fucking hell. Were you ever gonna get around to telling me that? You got a little girl with you. To hell with it. Get in, Lee. Let's go, you guys. Ich will sie nicht mitnehmen. I don't have anything left. Ich mochte sie, die andere. Nee, ich nehm dich nicht mit. Sie ist genauso wie ihr Vater. Wenn sie am Verzweifeln ist, kommt sie gar nicht mehr auf ihr Leben klar. Sie ist eine kleine Bitch. Soll sie hier bleiben, die Alte? Fotze, Alter. Lee, a word, please. Was hättet ihr getan? Hättet ihr sie dann mitgenommen, noch nachdem sie sie ermordet hat? Oder nicht? Schreibt's in die Kommentare. What the fuck happened during the raid? Er wird sich verwandeln. We don't know that. Gotcha. What do we really know? None of us have been bitten. We don't know what the time frame is for a child. We know nothing. I'm going to monitor him and focus on the wound and see if his condition changes. We keep the same plan unless something changes. East. Guys. What ich wusste es, dass jemand gebissen worden. We thought you should know. Not that you've ever afforded us that type of luxury. Anyway. If you could tell Clementine, we would appreciate it. Duck is bitten. Huh? He got bit by a walker trying to escape the motel. Feel good. What about Carly? Es fehlt die Zeit für eine Beerdigung. Walkers? Yeah. Horrible. Sie tut mir extrem leid, halt. Er ist Eltern verloren. Vor allem mit diesem jungen Alter. Ich weiß nicht, mit dem Elternalter könnte man das irgendwie. Keine Ahnung, es ist. Ich bin froh, dass du dabei bist. Me too. Aww. I heard you outside my treehouse that day and thought about dropping a hammer on your head. Warum? Weil ich schwarz bin? In case you were up to no good. Before you, there was this other guy. He was yelling and trying to get into my house. He wanted to take the TV and tried to break the glass door with a rock. Then some walkers came and scared him away. The door was open. He was dumb. Er war doof. Oh, da kommt Wasser raus. Ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Wieso kommt so eine komische Musik, wenn da Wasser rauskommt? Oh, guck, guck, guck.
I told him. Roads blocked. Ich habe gerade einen Herzanfall bekommen, ich wusste es aber. Alles gut. Keine Panik, ich lebe noch. Mir geht's gut. Oh, fuck. Das ist natürlich jetzt ein kleines Problemchen. Also wenn wir den Zug irgendwie jetzt woanders schieben würden. Doesn't look like it. On foot, maybe. Can't really afford to do that now. This seems like a safe area. All this brush will stop anything from creeping up on us. Why don't you and I go look around? Yeah, everyone else relax. Stay close to Kenny and Kat, okay? Lee, if you come across anything to drink, if there's a dining car or something, I think Duck's a bit dehydrated. It's a freighter, huh? Be careful in there. What? You think there might be something dangerous inside an abandoned locomotive? Hadn't crossed my mind. Okay, mal sehen, was sich da drin befindet. Vielleicht gibt's ja irgendwas, irgendwelche Zombies oder sowas. Wäre natürlich schön zu wissen, ne? Hallo? Oh, die Tür ist gerade durchgegangen. Das ist natürlich sehr schön zu sehen. Ach, du bist es nur. Ich bin es an, dass die eine gestorben ist. Ich bin echt sauer gerade. I hope so. But this looks recently used. Be on the lookout and have your guard up. Ich bin echt angepisst. Wieso hat sie... sie hat sie einfach ermordet. A map of where the train goes. I think these tracks might lead to the coast. Route 27, Savannah. That's where Kenny's got us headed. Gibt's hier noch irgendwas in der Flasche? Gut. Looks unopened. Sieht ungeöffnet aus. Dann nehmen wir sie doch einfach mit. For Doug. Das ist eine gute Idee, weil er bekommt Fieber, dann wird er ohnmächtig und dann wacht er als Zombie auf. So funktioniert das. Ich war auch mal ein Zombie damals. Ich war damals mal einer und dann habe ich entschlossen, mein Leben zu ändern, weil mich keiner gemocht hat auf der Erde. In der Schule wurde ich gemobbt und als Zombie beleidigt und naja, dann dachte ich mir, okay, ich werde wieder ein Mensch. Und wegen Duck und sowas, ne, also wegen der Ente. Duck heißt übrigens auf Deutsch Ente. Das wissen wir aber alle, weil wir ja schlaue Menschen sind. Eine, das zu lösen. Wie sollen wir es lösen? Ja, wenn es einen anderen Weg gibt, dann nenn mir doch bitte einen. Entgleist. Das ist natürlich super. Wenn so ein Zug entgleist, dann können wir wahrscheinlich mit Händen wieder, ne? Auf jeden Fall. Gehen wir mal wieder hoch hier. Wieder raus. Ich habe das Gefühl, Duck wacht auf, die Mutter will ihn nicht töten und dann beißt er die eigene Mutter und dann ist sie tot. Obwohl ich dachte, dass die Mutter gebissen wurde und nicht das Kind. Irgendwie, ich habe das Gefühl, er wird früher oder später einer davon. Warst du das? Not this again. Was it? No! Okay then. Okay then. Was hättest du mit Lily gemacht? I don't know. Left her? I've never seen anybody kill someone like that before. Krass, Alter. Seen a bunch of other stuff by now. Like that. Bist du froh, dass du bei uns geblieben bist? Happy you stayed with us all this time? Yeah. Really? It's with you guys or dead. I would have died out there in the woods, just like my classmates. Ich frag mich, was mit der einen passiert. Yeah, of course. Ich frage mich, was mit Lily. Warte, war das. Ja, mit Lily, genau. Was mit der passiert? Das frage ich mich. Gut, ich gebe ihm erstmal die Wasserflasche. Hier, found some water. Oh, thank you. Perfect.
He's allergic to bees. Is that right? It's all I can keep thinking about. Like, somehow that matters. Der sieht jetzt schon aus wie ein Zombie. I know. Well, I don't. But you're probably right. Tut mir so leid, Alter. Ich weiß nicht, was ich sagen würde, wenn ich auf einmal ein Zombie wäre. Whoa, is this what it looks like? I think so. These tracks lead right to Savannah. Holy hell. Can you guys see about moving that thing? We could have something here. Yeah, we're on it. In Savannah sollen sich wahrscheinlich Lebende befinden. Das wäre natürlich sehr schön, wenn das der Fall wäre. Ich gehe nochmal hier rein. Aber ich glaube, ich habe alles aufgehoben. Ach, hier wieder eine McDonald's-Tüte, aber dieses Mal ohne Hamburger. Geh mal hier hoch wieder. Oder war ich hier überhaupt schon oben? Nee, ne? Schritt, 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 Schritt. Ach, hier kann ich auch rein. Nice. Maschinenraum. Ich hatte Angst, so eine Tür aufzumachen, bin ich ganz ehrlich. Ein Schalter. Ja, einfach mal aktivieren. Ist ja egal, wofür er da ist. Nothing. Scheiße. Und gleich kommt ein Zombie raus, kann ich mit euch wetten. Irgendwie, keine Ahnung. Ach, hier haben wir was gefunden. Bolzenentferner. Noch einer. Ach, wir können eine Sache mitnehmen, oder was? Okay, das... Wie immer es den hier macht. Okay, was soll ich mitnehmen? Universalschlüssel. Bolzenentferner. Wir nehmen den Bolzenentferner mit. Der klingt am besten. Was denn? Ich mach ihn doch einfach nur nach. Na, was kommt jetzt hier raus? Auf einmal ein Zombie, der mich beißt und dann ist das Spiel vorbei. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber YOLO. Ich liebe seine Grimassen irgendwie. Oh. Geht aber nicht sein. We got one. Walker, sitting in the chair. We got him. Hm. Wir benutzen den. Dieses Ding, weil ich habe das Gefühl, wenn wir zu laut sind, dann, ne? Genau. In dein Gesicht. Genau. Suppose we gotta look him over. Yeah. I don't think this guy came back. Christ. That light is blinking. Push it. Push it? Why not? Are you fucking serious? Here, look. It's just the brakes. Okay, I'll give you that one. This fucker works? Seems like it. I'll be damned. Nice. How the hell do we get it moving? I don't know. That's Mr. Amtrak. Sieht aus wie ein Zugfahrer. No clue. Well, let's look around. Maybe it goes somewhere we'd like to be. Ben, if you could keep an eye on the girls and Duck, I'd appreciate it. I'm gonna make sense of these controls. Man, this could be exactly what we need. Ein Stück Zeitung oder was soll? Maps about okay, nice. Nothing about the train. Das war seine Familie wahrscheinlich. Hübsch. We got a problem. What? We still got the rest of the train attached to us back there. Shit. I tried to yank the pin out, but it won't budge. Well, we ain't going anywhere until it does. I have no idea what to do with these. Ich habe auch gar keine Ahnung, ernsthaft. No idea what to do with these.
Ich habe null Ahnung, noch nie war ich in so einem alten Zug drin. Gut, wir werden mal sehen, wie wir das da rausbekommen können. Weil es scheint natürlich ein großes Problemchen jetzt zu sein. Die beste Methode, um die Tür aufzumachen. Und sie geht von alleine wieder magisch zu. Nice. Mal sehen, ob wir das mit diesem Ding rausbekommen. Scheiße, es klemmt. Definitely pry this thing free, if I can break it loose first. Und weiter geht's bei The Walking Dead. Im letzten Part, ja, mussten wir Lilly rausschmeißen, weil sie eine kleine Bitch ist und meine Freundin einfach erschossen hat. So, das Problem, was wir hier einfach haben, ist einfach, dass wir mit diesem Zug fahren wollen, aber es irgendwie nicht losbekommen. So, das Problem ist einfach, es ist ziemlich gerüstet und das ist der Grund, wieso wir es so schwer rausbekommen. Ich schätze mal, wir müssen so eine Art Öl finden. Das wäre natürlich einfach perfekt, damit es sich ein bisschen lockert. Vielleicht liege ich auch falsch und wir müssen was ganz anderes finden. Aber ich würde es auf jeden Fall bevorzugen, wenn wir Öl finden würden. Das wäre natürlich brutal geil, Digga, würde ich sagen, ne? Das wäre natürlich brutal geil. Das wäre natürlich das Beste, was jetzt passieren könnte. Deswegen schaue ich mich mal hier kurz um, damit wir irgendwas finden. Hier war übrigens ein Walker drin, der eine Familie hatte. Ja, ja, das war ein guter Mann, aber zum Schluss musste er dann doch sterben. Traurige Geschichte. Oh, habe ich gar nicht gesehen. Ich bin jetzt auch zufällig hier reingegangen. Ach, das ist einfach nur der andere Weg hier rein, okay. Ich rede mal mit ihm. Hey, Kent. What's hey, Kent. Wir brauchen etwas für den Zug. We need some help getting this train going. People take notes, right, when working on stuff like this? We're smart guys, we can figure it out. Willst du über Duck reden? You want to talk about Duck? I'm really sorry, Kenny. Nobody deserves this. There's nothing to talk about. You heard Cat. He could be fine. We probably shouldn't ignore it. Nobody's ignoring nothing. I'm not worried. You shouldn't be either. Wir brauchen etwas für den Zug. Habe ich ihn doch schon mal gesagt. People take notes, right, when working on stuff like this? We're smart guys. We can figure it out. Wir sollten Lilly nicht zurücklassen. Es ist sowieso zu spät. Mal sehen, was er dazu sagt. Abandoning someone on the side of the road is the same as murder. Don't worry about it. We just would have had to deal with her eventually. Das stimmt allerdings. Sie war eine kleine Bitch und Bitches wollen wir ja nicht mit dabei haben. Deswegen können wir natürlich alle nachvollziehen. Oh, verfaultes Mittagessen. Das ist natürlich etwas, was man aufheben will. Zum Glück können wir das nicht mal aufheben. I have no idea what to do with these. Merkwürdig. Was soll ich denn aufheben, um dieses... Wie sich die Tür schließt, einfach nur die beste an die... Ich will die Kekse haben. Mein Herz. This door is gonna hurt. Das klappt gut. You aren't gonna like this. Okay. Oh nein, ich wollte doch. Was zum Teufel? Yes. Ich dachte, ich muss warten, damit er... Danke für die Kekse. Nope, hier gibt es nichts mehr. Gott, die sind echt überall, diese Scheißdinger.
Jo, wer liegt denn da auf dem Boden? Wahrscheinlich war das seine Freundin. Mit der wollte er dann allerdings nichts zu tun haben, weil sie ihn betrogen hat. Fuck, ist das der Typ gruselig, Alter. Auf einmal kommt er da raus, Alter. Hey, Kim. What's up? Alright, then. Ach, der kann mir nicht helfen. Ah, so. Wohnmobiltür. Gibt es hier vielleicht irgendwas, was hier irgendwie wichtig wäre? Bleistift nehmen. Ich weiß zwar nicht, wozu ich einen Bleistift brauche, aber wieso nicht einfach mitnehmen? Und rausgehen. So, ich habe ja die Kekse aufgehoben. Ich glaube, die könnte ich jemandem geben. Mal sehen, vielleicht will sie ja jemand haben. Ja. Here, I found these. If Duck's up for it. Thank you, that's very thoughtful. He isn't fussy, you know. What? Most kids, they're really fussy about what they'll eat. Hate vegetables, that kind of thing. Not Duck, huh? No. The most trouble I ever have is making him use a fork. Thank you, Lee. Sure. Hey, sweet pea. You okay out here? I don't think Duck feels good. Me neither. Um ehrlich zu sein, ich glaube, er wird seine eigene Mutter beißen. Vielleicht geht's ihm auch gut, aber irgendwas ist da definitiv schief, weil wenn man gebissen wird, das sind halt die perfekten Anzeichen. Und ich glaube, da er nur so ganz wenig gebissen wurde, glaube ich, er wird auch langsam zum Zombie. Also das dauert halt eine Weile. Aber ich glaube, er wird zu einem. Hier kann ich auch gar nichts finden, so, ne? Vielleicht kann ich ja mal hier sowas anderes mal mitnehmen. So ein Universalschlüssel, aber ich glaube nicht, dass es irgendwie einen Unterschied macht. Oh Mann, wenn ich nur wüsste, was ich da machen kann. I have no idea what to do with these. Shit, this is it. Instructions on starting the engine. No, nice. Damn, pages are gone. Oh, der Zettel ist scheiße. Can I see the indentations from the writing? Ah, das ist der Bleistift, den wir aufgehoben haben. Ah, nice. Alter Schwede, ist das schlau. Auf diese scheiße Idee wäre ich niemals gekommen. Sounds good. Okay, ich verstehe zum Glück alles. Motorstart, Nummer 6. Okay, kann ich dir das einfach geben, damit du das... Nothing about the train. Ah, okay, damit können wir das machen. Mal sehen. Ah, okay, jetzt verstehe ich das. Mal sehen, okay, warte. Der erste Schalter nach unten, der zweite auch, der dritte und vierte nach oben. Also unten, unten, oben, 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 unten, oben. Unten, unten, oben, oben. Zweimal unten, dreimal oben, einmal unten, einmal oben. Ja, das werde ich mir schon merken irgendwie. Okay, unten. Ah, fuck, what the fuck. Unten, unten, oben. 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 Unten, oben. Son of a bitch! Whatever you did, lit the dash up! So far, so good. Nummer 5 und Nummer 9. Mal sehen. Hey, ich wollte gar nicht raus. Was zum Teufel? Ist das dein Ernst, Lee? Ich wollte doch gar nicht raus. Ich wollte doch nur dieses gewisse Etwas hier einschalten. Okay, was zum Teufel kann ich hier noch machen? Ach, hier. Now we're talking. Okay, ich hab nicht mal auf die... Okay. Ich guck mal hier kurz drauf. Den linken umdrehen. Damit er quer ist. Also waagerecht. Und der zweite ist senkrecht. Der erste ist waagerecht. Und der andere ist senkrecht. Okay, mal sehen. Der erste ist waagerecht, der andere ist senkrecht. Was kann ich noch machen? Eigentlich gar nicht. Ach, hier oben.
Sollte gehen jetzt, oder? Er sollte gehen. Hey Ken, what's up? Ich arbeite dann, das Ding zu starten. I was able to piece together. I think I might be able to get this thing started. I don't know. It's a long shot. I don't even know what the fuel situation is with this thing. We'll find out. You mess around in the engine compartment yet? All right then. Yep. Jetzt sollte es auf jeden Fall gehen. Ich glaube, ich habe alles gemacht. Mal sehen. Ich glaube, jetzt müsste es gehen. Diesen Knopf, den wir vorhin gedrückt haben, wisst ihr noch? Der allerdings nichts gemacht hat, den werde ich jetzt nochmal drücken. Weil ich das Gefühl habe, das ist ein Geheimknopf. Ein Zauberknopf, ein Magierknopf. Der Magierknopf. Nach links oder nach rechts? Das ist hier die Frage. Nach links. Nach rechts. Oh yeah. Holy oh yeah. Shit. We're golden. Was ist mit Duck? What about it? Look, Kenny, it's something we're gonna have to deal with. Did you not hear? Er versucht zu ignorieren. Shit, Lee. Let's fucking enjoy this. Das ist sein Sohn und der Mom, keine Ahnung. Let's see if she'll move. Er ignoriert das Ganze einfach und das irgendwie, weiß nicht. It's all yours. Ach, schon wieder muss ich alles machen. Ja, das ist nur ein verdammter Schalter. Jetzt sollte es gehen. Damn it. Of course, we're still attached. Can you go find out where we're stuck? Get us unstuck? Yeah. Es sollte kein Problem sein, denn jetzt hat sich das Ganze gelockert. Ist natürlich jetzt sehr positiv, ne? Ah, bis jetzt ist es sehr spannend. Also ich habe bei vielen, vielen Momenten wirklich starken Gänsehaut, weil es ist einfach so spannend und es ist einfach genauso wie die Fernsehserie und ich liebe die über alles. Und weil ich bin echt glücklich, das mit euch zu Let's Playen zu können. So, einmal bitte rausholen. Nice, endlich. Hüpf, genau. Hey Kenny, we're loose. Wir sind startbereit, das hoffe ich jetzt auch, wenn nicht irgendein Zombie jetzt kommt und mich umbringt. Das wäre natürlich nicht so toll. You touch any of my stuff? Hi. Ich habe nichts genommen. I asked if you touched it. I didn't. I guess it's no worse for wear. Name's Chuck. Charles, if you fancy. Lee. That your crew outside? Yeah. And the guy up in the cab? Him too. I saw you walking through here and thought about scaring the pants off you. What? But I couldn't force myself to do it. You're still kind of freaking me out. Train folk will do that. Already met everyone outside. They all warmed to me right quick in direct sunlight. Er sieht gruselig und nett gleichzeitig aus irgendwie. Ich weiß nicht. Was denkt ihr? Denkt ihr, wir sollten ihm vertrauen? You met Chuck. Yeah, I did. Ach, sie kennt ihn oder was? Someone normal for a change. He gave us candy. Ben too. Oh, er ist so süß irgendwie, keine Ahnung. Ich bin nicht gay. Was machst du so, Mann? Okay, man. Keep him alive. Das ist eine gute Antwort. That's not bad. I like it. You met Kenny? Sure did. Man shares my love of the road. That's for sure. I'm awful sorry your son's not feeling good. I appreciate your concern. Well, with a little TLC, I'm sure he'll be fit as a fiddle in no time. And I can offer y'all whatever I got, although it ain't much. Thank you.
We'd like to do the same. Why don't we hold off on... Stay with us. We'd like the company. Wir kennen den aber gar nicht, also irgendwie sieht er aus, weiß nicht. Ey, ich vertraue ihm einfach mal. Lass ihn vertrauen. Nice, ich kann ein bisschen Musik spielen. Hey Chuck. Howdy. Wo kommst du her? You live around here? Georgia boy. You saw her. Georgia. Komm ich da nicht auch her? Warum bist du allein? Why not? Seem to be doing all right. Fine, then. I'm sorry. I do like being around y'all, actually. It's nice. You caught us on a bad day. You still got a couple of kids. And this one's got a good spirit. That's some kind of something. I'll talk to you later. Hope so. Wie geht es, Doc? Naja. I don't know. Tired. Which could mean a lot of things, right? Yeah. His body's probably fighting whatever's in it. Exactly. Hat Clementine irgendwas gesagt? Clementine said anything to you about Carly or Doc or anything? I'm worried about her. No. That little girl is a puzzle. Irgendwie ein bisschen, aber ich mag sie so gerne. Poor Carly. God, where did yesterday go? I don't know. Ich finde sie ist einfach die Beste, ich weiß nicht. I know you were fond of her. Ich habe mich dann gewöhnt. We all are, aren't we? She murdered her, Lee. I was there, Cat. Sie braucht mir nicht das zu sagen, was ich schon gesehen habe. Weil, ja, hättest du Lily zurückgelassen? Das ist eine gute Frage. Habe ich euch auch mal gefragt. Yes, Lee. Ja. Yeah. We have to have lines. Yes, I would have left her. Okay, then. Anyway, let me know if anything changes here. Ist besser so, How you doing, Ben? I'm watching the girls and not working on a mega cool train. What do you think? So that's it? We're cut loose? Seems that way, yeah. Great. Es wird Zeit, loszufahren. We don't got much left. Wir haben ein neues Mitglied bekommen. Und er hat allen gesagt, dass wir loslegen können, um uns auf eine neue Reise zu begeben. Well, it sounds like you're taking my home. That's a yes, then. And find anything better for keeping the creepy crawlies out. Ja, sieht ganz nett aus. Ich mag ihn. Doc's sick. Get on the train, Clementine. Clementine, mach dir keine Sorgen um Doc, er wird schon wieder besser. He's getting sicker. Let me look at him. Ist der Zug wirklich eine gute Idee? Maybe we should focus on one thing at a time. Yes. What can we do here? We get on the train and we find something better. That is the plan. I think Lee just wants to talk it through. It's talked through. Get on, Kat. I'll be up front. I don't want to hear any nonsense until we get where we're going. Es wird Zeit, um uns auf den Weg zu Atlanta zu machen. Da, wo viele Lebende sein sollen, also noch normale Menschen. Ich achte immer so ein bisschen auf die Gesichtsausdrücke, denn das sagt immer ein paar Sachen so. Thank you.
Gotta be hard on you, eh? Three adults, taking care of three kids. No disrespect, son. Es gab mehr von uns. There were more of us. Dad get them? Yep. Yes. Oh, it's a shame. Lee! Lee, I need you right now. I need you to go get Ken. What's up? Would you get that off his face? My hands are full here. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Was kann ich machen? Ich kann gar nichts machen. Ach da. Thank you. Could you just get that off his face, please? He's out of time. We need to stop this train. Okay. Please. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Gar kein gutes Gefühl. Was denkt ihr? Ist er infiziert? Was denkt ihr? Schreibt es in die Kommentare jetzt ohne... Oder schreibt einfach, was ihr denkt über ihn. Was sollen wir mit ihm machen? Und was mit ihm passiert? Ohne zu spoilern natürlich. You need to stop the train. Kenny. What? Ken. What the hell's that? Das Blut deines Sohnes. Get out of here, Lee. You know he's dying. Nobody knows shit. He'll be fine. Oh mein Gott. Wach auf, Mann. Fuck up, man. This is over. He's dead. Don't you tell me to wake up. I got a real family I'm trying to protect. Not that fucking sham you're running back there. Langsam nervt er mich. Langsam geht er mir auf den Pisser. Ich glaube, ich werde was unternehmen müssen. Beruhige dich. How the fuck do you calm down after a day like today? Ich will ihm nicht... By talking to your friend. What is the goddamn? Ich will ihn nicht schlagen. He's a little sick, but we can't just quit. It's a scratch. He's not like the others. Jesus, all y'all are just making it worse. Er hat Blut gespuckt. Dieser, ey, wie kann man? Halte den Zug an. Stop it, goddammit! Fuck you. Er macht's noch schneller, was? Langsam reicht es mir. Ich hau ihn aufs Gesicht. Ich hau ihn in die Fresse. Hör mit dem Scheiß auf, wenn er nicht übertreibt. Ich will einfach nur reden. Ich habe keinen Bock jetzt auf die Schlägerei. Nicht hier. Kann ich nicht mit ihm reden? You think you're the reason Duck was bitten? Like you had this coming or something? You didn't kill Herschel's son. Yes, I did. And now it's catching up to me. That's not what went down. You looked out for your kid. A bad thing happened to someone else's. There ain't no way this world lets my son live when I help put someone else's in the ground. That's not the way it works. You know that. Stop the train, man. Gut, ich habe ihn dazu überredet. Hoffentlich hat das nicht so viel Zeit gekostet. Ich wollte ihn nicht schlagen, weil... Ich weiß nicht. Ich hätte ihn geschlagen, wenn er übertrieben hätte und nicht anhalten wollte. Dann hätte ich ihn geschlagen, ja, aber... Vorher, ich sehe keinen Grund dazu. Also, man hatte so viele Möglichkeiten, ihn noch dazu zu überreden. Ihn zu schlagen wäre einfach nur eine Zeitverschwendung gewesen. Deswegen... War schon die richtige Entscheidung. Was denkt ihr? Hättet ihr ihn geschlagen? Ich persönlich, ja. Der Sohn wird sterben, auf jeden Fall. Ken, it's... I think it's time. Er ist, ja, er wird zum Zombie. Ich würde ihm auch gar nicht zusehen. The boy's been bit, in case you haven't figured that out. Wir sollten keine Zeit vergeuden. There ain't none left to waste. I'm saying we shouldn't stay put. What are we gonna do?
Ich wollte ihn ganz ehrlich ermorden. You can't allow him to become one of those things. But what if he doesn't? Kenny, I love you very much. I love our son more than life itself. I need you to hear me. What you are saying, that he may not turn, is foolish. But no. There's... Come on, Cat. If you think of one, you let me know. Isn't there some sort of pill or something we can just give him? Stop it. Just drift off to sleep. Right, hun? I mean, Jesus, this is our son. I know. But das we ist hart, it's Alter, das ist richtig hart. Or nothing. Oh, fuck. Just who then? Ich würde ihm den Gefallen sogar tun. You don't have to. I'll do it. No. You don't have to. Katja should do it, Ken. She can handle it. Shut up, Lee. He's right. No, yeah. Hun, stay with Lee. Your son loves you. And you should remember him as the silly boy we used to have. Not this. Er hat Fieber. Er wird aufwachen als einer von denen. Ich hoffe, er wird nicht noch jemanden infizieren. Das wäre natürlich nicht so toll. I can't. Lee, be with him. Ich habe das Gefühl, sie wird sie jetzt beißen oder sowas. Also er. Kenny wird sich an dein Mitgefühl erinnern. Doug stirbt. Langsam muss sie erwachsen werden. Sie ist so ziemlich schlau für ihr Alter, muss ich sagen. Sie erlösen ihn von seinem Leiden. Yeah. Look, Clem. Things are... Ich bin erschreckt. No. God! Die wird das niemals geschehen. Das... Dafür werde ich sorgen. Keine Sorge, ich werde dafür sorgen. I'm gonna go get her. She's probably a mess. Ben. Get Clementine on the train. Hat sie es jetzt selbst umgebracht oder hat sie ihn umgebracht? Ich habe irgendwie das Gefühl, sie hat sich umgebracht. Kann ich, oder? Wieso habe ich nur das Gefühl? Kann ich, okay, das wäre jetzt merkwürdig, dieser Gedanke, aber könnte ja sein, dass sie es selber nicht glauben konnte und sich selber umgebracht hat oder sowas. Wahrscheinlich liege ich auch total falsch und ich denke einfach nur falsch, aber... Cat! Cat! Katja! Why? Cat! Honey? Oh, fucking God! You said you could Wir müssen uns noch um Duck kümmern. God damn it. You said you could do it. Das war zu viel verlangt. Es war meine Schuld. Ich hätte nicht sagen sollen, dass sie es get- Das war die Mutter, wisst ihr. Der Vater hat es aber auch nicht hinbekommen. Vielleicht hätte ich es tun sollen. Fuck. Wie komme ich überhaupt auf die Idee, dass eine Mutter ihren Sohn erschießen kann? Wie komme ich überhaupt auf diesen Gedanken? Keine Ahnung. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Sie sah so sicher aus, wisst ihr, aber... Wenn der Vater sich jetzt auch noch erschießt, Alter, dann habe ich keine Ahnung mehr von dem Spiel, ernsthaft. What do we do? Ich mach das. Tut mir leid, ich mach das. Ich bin derjenige, der am wenigsten Kontakt zu ihm hat. Es ist besser, als wenn er das jetzt erledigen muss. Ich will zwar nichts tun, aber...
Ich hätte sie das nie machen lassen. Es war klar, dass sie... Ich kenne keine Mutter, die ihren Sohn umbringen würde, außer irgendeine Bitch, keine Ahnung. Es war einfach, ich habe nicht nachgedacht. Oh, ich nehme schon wieder zu lange auf. Weiter geht's mit The Walking Dead. Im letzten Part ist was Schreckliches passiert, und zwar konnte es die Mutter nicht übers Herz bringen, ihren Sohn zu ermorden, was man ihm verstehen kann, und hat sich selbst umgebracht. Du hast einen Ton. Du verstehst, was passiert ist? Ja. Okay. Was denkst du darüber? Was Chuck sagte. Was Chuck sagte. Was passiert zu Duck, was passiert zu mir. Was fuck he did. Swear. Sorry. I'm gonna go talk some sense into him. Don't be mad. Hey. How you doing? Lass von nun an meine Kleine in Ruhe. Wehe, du sagst ihr noch sowas, Stay Alter. Away from her. Alter Sack. Excuse me, son. I heard you told her she was gonna die. That she was gonna end up like Duck. Why'd you go and do that? Because she is. I don't know much about you folks, but I can tell you as sure as the sun's gonna come up tomorrow that y'all keep going on like this, and that girl ain't gonna make it. What do you know? I know that you don't have a goddamn plan. We get to Savannah, and then what? Ja, tun was das Beste für Clementine ist. Oh, well then, you do have it all figured out. Never mind. Look, sit down with the girl and hash it out. Find a map, for Christ's sake. I'd give you one if I had it. And if something were to happen to you... It won't. If it were, you gotta prepare the girl. Teach her to use a weapon, and for criminy, cut that hair. She's a little girl, and she'll die a little girl if you treat her like one. You gotta consider her a living person. That's it. You're either living or you're not. You ain't little, you ain't a girl, you ain't a boy. You ain't strong or smart. You're alive. Look at her hair. You got her running around with a mop that's gonna act like Velcro to any hand swinging its way. Find some scissors in my pack and take care of that hair before a walker does it for you. And then show her how to use a gun. Because like it or not, that's what saves your life from here on out. I don't mean to tell you how to do your job. But too many people have died already. They have. And seeing another little girl die might just do me in. I hear you. A plan, a haircut, and a gun. It's good advice. It's something. Ich muss Ihnen leider da recht zustimmen, weil... Oh, wenn sie nicht weiß, wie man mit der Waffe umgeht, wird sie wirklich nicht lange überleben, und ich werde alles tun, und deswegen werde ich ihr auch beibringen, wie man mit der Waffe vorgeht, natürlich. Hast du eine Familie? Have any family? Out there, somewhere. Been sort of on my own for the past, 14 years now. Sorry to hear that. No one to blame. Dann bist du also heimatlos. You're homeless then. Suppose. I've had homes here and there, and they just don't work out. I like a drink, you know? Yeah. Got any? No. Darn. Wohin gehst du? Where are you headed? That way. I mean when we get to Savannah. Got a few ideas. We'll have a talk when we get there about whether or not you folks want company. Ich habe da geschossen, weißt du? Shot the kid, you know. I suppose someone had to. What a mess. You said it. Be safe up here. You betcha. Lass uns wieder zurückgehen. Hey. Hey. It'll be good to get to the water. Möchtest du noch einmal ein Boot? Still wanna get a boat? It's still the best plan. Here. It's the best plan. Hey, Ben. Hey. Sehr viele sind hier nicht mehr. Many of us left. Yeah. You, me, and Kenny. Clementine,
the homeless dude if he sticks around. Wir sind alle heimatlos. You know what I mean. There's not much use in describing people by who they were. Yeah, guess not. Charlie hätte nicht sterben Charlie müssen. Didn't have to die, you know. She would have killed me instead. Yeah, maybe. See you. Yeah. Ich find's so scheiße, Alter, dass sie gestorben ist. Ich mochte sie gerne. Weiß nicht. Ich mochte sie sehr gerne. Ach, hier haben wir eine Flasche für den Obdachlosen zu trinken. Sieht aus wie eine Flasche. Alkohol. Aber wir können ihm das geben. Ein Bett und ein Rucksack. Das sind nicht Clementines, oder? They look clean enough. Hey, Clint. Did you talk to him? I did. He had some, he explained himself and made some good points. Look, we're not gonna let anything bad happen to you, but there are some precautions we have to take. Okay. Yeah, that makes sense. Don't worry, sweetheart. Okay. What should we do? Well, we're gonna figure out a plan for when we get to Savannah. Teach you how to protect yourself and, tidy up a little, so you can't get grabbed so easily. I'd like that. Good. Du musst lernen, dich selbst zu schützen. You need to know how to protect yourself. Like hiding or running away? Got it. I mean with one of these. First, don't be afraid of it. It's just a thing. Take it. But know where your finger is all the time. And don't put it on the trigger unless you want to hurt somebody. Okay. Okay. See? It's not scary. It's heavy. You'll get stronger. To aim, you look right down the top, through that notch. Line up the sight at the end with your target. Oh, sie ist so süß. Is there anything else I should know? When you're ready to shoot, make sure you're not breathing too hard. And then hold your breath right when you pull the trigger. Like when I'm swimming? No, just for a quick second. Dieser Vergleich, aber. I did that, it's a lot more accurate. It's tough, but it'll help. I can do that. Okay. Good. Don't lock your elbows. Okay, let's take your first shot. Squeeze the trigger smoothly, and I'll cover your ears. Nice and easy. Nice and easy. You okay? My hands hurt. I don't like this. Let's stick with it, okay? Do I have to? Yeah. Yeah, you do. Du musst das lernen, Clementine. Auch keine Ausrede. Schon ruhig halten. Now keep it steady. Hörziel. Okay, a little higher. Nach rechts. Tiefer zielen. Lower. Nice. I got it. Excellent. Good shot. Ich bin stolz auf dich. Macht sie gut, aber ich glaube besser als ich. Ach, wieder tiefer. Nach links. Okay. Aim a little bit more to the left. Und tiefer. A little bit lower. Okay, nach rechts. Nach rechts. Und höher. Okay, nach rechts und tiefer. Nach rechts. Und tiefer. Lower. What the fuck? Ah, schön ruhig halten, okay. Almost got it. Und schön ruhig halten. Das müsste klappen. Was? Nach links zielen. Und schön durchhalten. Now keep it steady. There you go. Nice. Vielleicht sollte ich auch sowas üben für unsere Hater. Für meine Hater. Kann ich immer eine schießen, wenn ich Lust habe. Nice, sie wird immer besser. Yeah, you did. Good job. I was holding my breath and the gun didn't shake so much. Und jetzt spring aus dem Zug und hüpf wieder drauf. Far from it. But you know how these things work now. We'll graduate you to walkers one day.
Okay, I feel good. Not so scary, huh? Nuh-uh. Jetzt kann sie ihn umbringen. So, nice. Ich bin jetzt in das war sehr gut, also natürlich kann man jetzt sagen, ja, sie ist ein kleines Mädchen, sie sollte das nicht lernen, aber hört zu Leute, in dieser Welt muss man sowas lernen. Das ist einfach eine Pflicht. Ich gebe ihnen jetzt einen Whisky, den er sich auf jeden Fall reichlich verdient hat, weil er mich erstmal drauf gebracht hat. Weil ganz ehrlich, von selbst bin ich zu dumm, um drauf zu kommen. I found this if you want it. Damn. Didn't realize I had it left. Thank you. Want a nip? Gerne. Sure. Bisschen schadet nicht. Ooh. Not known for its finish. No kidding. Anybody in there want to share a drink? You let them know. Will do. Ich mag ihn, er ist nett, er ist wirklich nett. Oder was sagt ihr zu ihm? Ich persönlich finde ihn, er ist ziemlich cool drauf, muss ich sagen. Mind if I get by you for a second, Kenny? Can you just leave me alone? You mind if I look in there for a second? I really wish you'd just leave me alone. Get out of here. It's full of maps and documents. Okay, wir gehen raus. Ich lasse ihn lieber alleine. Ich glaube, in dieser Situation würde ich auch lieber alleine bleiben. Kann ich irgendwie verstehen. Hey. See you. Yeah. Hey, Ben. Hey. Man sieht sich. Das war eine Unterhaltung. Ich meine, er hat vor kurzem seine Familie verloren. So, wir schneiden hier erstmal die Haare. Mal sehen, wie sie dann aussieht. Ich bin voll gespannt. Hey, Clint. Hi. So, you're probably not gonna like this. Oh no. What happened? Nothing. We have to talk about your hair. It's not safe. That's not nice. What? Are you saying it smells? No. Because it does. Kinda. Do you remember when Andy St. John grabbed it? And I got mad. Yeah. Well, that could happen again. And if it's a walker, well, we need to trim it. Just a trim, right? I need to cut it short enough so that it can't get grabbed. Okay. How does Schneider do this now? I guess not. Don't mope. It's a good thing. Das macht bestimmt ultra Spaß, so mit diesem Zug zu fahren, irgendwie wegen diesem frischen Wind und sowas. Ich fand das cool. Aber ich finde die so niedlich. Kein, so schlimm wird es schon nicht sein. Wow, das ging schnell. Shush now. So you did kill someone before. Ah, schon wieder dieses Thema. You just told me. I wouldn't have been afraid of you or anything. I'm sorry. You've killed lots of things now. It doesn't even matter. Wo sie recht hat, hat sie recht. Außerdem, ob ich jetzt Mörder gewesen bin oder nicht, wir leben jetzt in einer anderen Welt. Jemand zu töten ist nicht richtig. But you do it now to protect yourself. Richtig. To protect me. Richtig. But you have to. Ja. I do it because it's necessary. Walkers aren't people. Okay, I think I'm about done. I can probably tie these pieces back. Sie sieht immer noch hübsch aus. Here, I have some hair thingies. Ich mag Frauen mit kurzen Haaren, also. Yeah, Lily gave them to me for sleeping. There, all set. Tada! Dumb. No, you look cute and a lot harder to grab. Oh, sie ist so süß, ey. Clementines Frisur ist jetzt viel sicherer. Das ist natürlich nice. Ja, er hat hier eine lange Zeit gelebt. Ein Wunder, dass er nicht besucht wurde, dass er überhaupt noch lebt. Oder mit... Ja, er hat wahrscheinlich die Tür zugemacht, aber... Hey, Ben.
Hey. See you. Hey, yeah. Ben. Hey, bis dann. Ich frag mich, wann wir in Atlanta angekommen sind. Es wird wahrscheinlich noch eine Zeit dauern. Hey. Ja. Könntest du einen Schluck vertragen? He's got some. Yeah. Ich bräuchte auch jetzt ein bisschen Alkohol, Alter. Wäre ich in seiner Situation, ey. Yeah, that'd help. Nice, wir haben die Karte. Ich dachte, wir können sie jetzt angucken, aber können wir leider nicht. I was lucky enough to get it working once. Thanks. There was a map of Savannah in the cab. That's where I would look. I'll talk it over with Clementine. Make sure she's got a sense of things by the time we arrive. Good. Ich fühle mich sehr sicher auf dem Zug, muss ich sagen. Well, the girl can shoot. It doesn't have to be pretty. Probably will be, before too long. So gut, lass uns wieder reingehen. Falls du mal reden willst. I don't see that need to happen. It should. Okay, lassen wir ihn mal in Ruhe. Er hat, ich meine, er hat seine ganze Familie verloren. Er ist ganz alleine. Nur noch mit ein paar Leuten. Mal sehen, wie die Unterhaltung jetzt aussieht mit uns. Hey, Ben. Hey. See you. Ach ja, was soll ich dazu sagen? Ich war... I was the one giving the bandits supplies. What? It's all my fault. Ich könnte dich umbringen. I... Nobody can see us. I could toss you over right now and be done with it. No! I... Leave, please! Why shouldn't I? They said they had my friend! I didn't know what to do! Please, please! Yeah, ich wär auch sauer. I had to tell someone. I bet you did. Oh ja, das denke ich auch. Gott, Alter. Was für ein Mistkerl. Das kann doch nicht sein. Ich hätte es wissen müssen. Ich hätte es einfach wissen müssen. Fuck. Ich wurde verarscht. Hi. Sie hätten nicht sterben müssen, die andere. Sie hätten nicht sterben müssen. And what we're gonna do when we get there. We don't know what to expect. The city could be bad or totally under control. The thing is, you and I, we're a team, you know? And a team needs a plan. Aside from everyone else, when this train stops, you and I should know exactly what we're doing. A plan. I like it. Good. Wir sollten helfen, deine Eltern zu finden. Obwohl ich denke, dass die nicht mehr leben. Really? Yeah. You need to know if they're okay. And, well, if they're not, what happened to them? I'm sure they're okay. Ja, immer positiv denken. Best to stay positive. That's what Dad always says. Let's look at the map. If we can figure out where they were, we can start there. Looks like we'll come right through town if there's nothing on the tracks to hold us up. Now we've got a good chunk of Savannah here. What do you think? They always stay in the same place when they go there. It's, Hey, don't worry. We'll figure it out. Have you ever been there? Once. Well, think about it. There are a lot of hotels on here, but... Read this map and maybe it'll jog your memory. They've got really tasty desserts. It's called the something Mar. Is this it? The Marsh House? Yes, that's it! So we'll head there. Yes! You think we have a good plan? I think it's very good. Can I tell my parents?
Das war keine gute Idee. Das ist keine so gute Idee. That's not a good idea. You can't tell me what to do. Clementine. I don't want to talk about it anymore. All right. How do you feel? Good. Better. Das war nicht so gute Idee. Plan. And you're a good little shot. Thanks. I guess we should see how far. Oh shit! Hold on, everybody! Was ist los? Lass mich raten, irgendein Walker ist dort. Was passiert? Oh mein Gott, nein! Ist das euer Ernst jetzt? Okay, das glaube ich gar nicht. Fuck, fuck! Ja, genauso würde ich auch reagieren. Natürlich. Stupid, Ben. I'm just saying. I don't know. I ain't got much experience with y'all's fortitude, but we could probably deal with that. We got a goddamn train. That thing's not full of milk, Charles. That's gas or diesel. Something that's gonna explode. You gotta get a hold of yourself. This a crew here. This ain't shit. This? Yo, you keep screaming like that and you're gonna get your face chewed off. Are you guys gonna be trouble? Because we could have just kept walking. Nein, wir sind freundlich gesinnt. We're friendly! Put your hand down, kid. That's what everybody says. We know. Let's give these guys a break. We'll see. You guys got a problem with your train? Yeah. You're standing right in front of it. Dude, it's a wreck. It's not so bad from up here. Send your buddy up to have a look. Anything goes sideways up there, we won't let them escape. Scheint aber einen guten Eindruck zu machen von Anfang. Also ich vertraue denen jetzt. Ich vertraue denen noch nicht, natürlich nicht, aber mehr als jemand anderen, den ich kennengelernt habe. You better not be murderers or thieves. I guess you'll have to find out. Okay, das sind sie nicht. Kein Mörder würde jemals sowas sagen. Niemals. What we need. They're what you think we need. We're doing fine. For now. What about when... Stop it. Hey, dude. I'm Omid. Lee. Krista. Omid und Krista. We're driving it. Oh, man. Wir könnten gute Leute gebrauchen. We could use some able bodies and... Yeah, we really need some help. What's in it? Oh shit! God damn, you guys have a kid! What are you doing up here? Do you know how long it's been since I've seen a kid? Shit! What's your name? Clementine. Oh, so he gets to swear. Well, this is great! See? Things are looking up. You're not her dad. He down there? It's that obvious? To me. And no, he's not down there. Huh. What's your story? Wir sind zusammen seit alles anfing. I came across Clementine alone. First day all of this happened. Sie werden sich das merken. We've been together ever since. And everybody down there, they're cool. Kenny hat Frau und Kind verloren. Kenny lost his wife and kid. Man, how long ago? What time is it? I don't know. Four? Maybe 2 hours ago. God damn. Verdammte Scheiße. I'm sorry for anything that's happened to you guys. That train is awesome, though. That tank is your real problem. We'll help you with it. But if we see anything we don't like, we're moving on down the road. Alone. We'd appreciate the help. You can't just blast through it, I guess? If you could get it down, the rest would probably be pretty easy. We'll start there. We'll come down and settle in and see if we can help. Gut, was kann ich denn hier machen? Wir müssen das irgendwie runterbekommen. Alles klar, darum werden wir uns aber im nächsten Part kümmern. Ich bedanke mich herzlich fürs zu Ende schauen. Was denkt ihr, wie wird es weitergehen? Werden sich in Savannah Leute befinden oder denkt ihr, es wird wieder eine Stadt voller Zombies sein? Wie eigentlich immer bis jetzt, außer jetzt haben wir zwei nette Leute kennengelernt. Vielleicht werden die ja mitkommen, wenn wir Glück haben, damit wir ein bisschen Unterstützung gebrauchen können. Und sie scheinen sogar ganz nett zu sein. Also bitte bewerten und kommentieren nicht vergessen. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um deine Potenzfähigkeit zu bestätigen. Und dann sage ich wie immer, nur noch 3, 2, 1, ciao!